Das E-Werk Kindberg, heute ein modernes Unternehmen, den Erfordernissen zeitgerecht angepasst, ist ein zuverlässiger Partner in der Stromversorgung. Das wiederum erfordert ständig Erneuerungen. So wurde das seit 1905 in Betrieb genommene Kraftwerk einer technischen Generalsanierung unterzogen. Nach längeren Überlegungen haben wir eine Firma beauftragt, Untersuchungen für eine Revitalisierung anzustreben. Die sind für uns sehr positiv ausgegangen und deswegen haben wir im Jahre 2021 mit einem Gemeinderatsbeschluss dieses Projekt begonnen. Wir werten das als großen Erfolg, dass wir zeitgerecht mit dem Projekt begonnen haben, sind sehr zufrieden. Neue Generatoren wurden eingebaut, die entsprechenden Getriebe dazu und die Turbinen wurden generalsaniert durch diese Firma. Wie gesagt, wir sind sehr zufrieden damit, wie das gelaufen ist. Eine Herausforderung war die Kostenseite. Ursprünglich wurden 900.000 Euro für dieses Projekt budgetiert. Es gab eine Kostenüberschreitung, deswegen zum einen wurde die Rechenanlage, hatte die Rechenreinigungsanlage überholt, zusätzlich überholt. Und zum Zweiten waren die Werkstoffe der Turbinen unterschiedlich. Es gab Grauguss und Stahlguss. Und für die Graugussanlage ist es doch eine große Herausforderung gewesen, diese zu revitalisieren. Wir erwarten uns dadurch eine wesentliche Effizienzsteigerung dieses Kraftwerkes, die doch bei 40-50% mehr an Regelarbeitsvermögen mit sich bringt. Dementsprechend wird es auch in den nächsten Jahrzehnten einen größeren Anteil an Strom oder Stromeigenerzeugung geben. Dass in Kindberg Strom aus Wasserkraft schon sehr früh eine große Bedeutung hatte, beweist diese Anlage. Also bevor 1905 diese Kraftwerksanlage errichtet war, war in diesem Gebäude ein Sensenwerk. Dieses Sensenwerk wurde innerhalb von einer relativ kurzen Zeit zu einem Kraftwerk für das Gemeindegebiet Kindberg umgebaut. Und das ist auch für die Stadtgemeinde als Eigentümer ein großer Vorteil. Das ist absolut richtig, Eigentümervertreter, stolze Eigentümervertreter. Wir bilden Lehrlinge aus im E-Werk Kindberg und das ist auch noch zu 100% im Eigentum der Stadtgemeinde. Das macht mich sehr, sehr stolz. Wir haben neben dem Wasserkraft auch noch die Photovoltaikanlage, eine Wasserschnecke und die Windkraft. Wir arbeiten klimafreundlich und heute haben wir einen Feiertag für uns, nämlich die Turbinen sind erneuert worden, seit 1905 im Betrieb und jetzt sind sie erneuert worden und effektiv und somit noch mehr Leistung für unseren Strom aus Kindberg. Aber nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch als Arbeitgeber ist das E-Werk Kindberg besonders hervorzuheben. Ja, natürlich. Die Stadtgemeinde Kindberg beschäftigt 165 Mitarbeiter. Das sind sichere Arbeitsplätze und 54 davon allein im E-Werk Kindberg. Also auf das kann man schon sehr stolz sein. Nun, das Kraftwerkprojekt ist abgeschlossen. Was wird die Zukunft für das E-Werk Kindberg bestimmend sein? Das E-Werk Kindberg plant sehr vieles. Zum einen in die Stromerzeugungsanlagen zu investieren, auf der anderen Seite auch in Netzinfrastruktur zu investieren. Wir haben im letzten Jahr eine Dachanlage bei der Firma Deibinger installiert, die sehr gut läuft. Wir haben im heurigen Jahr unser eigenes Kraftwerk revitalisiert. Und für die Zukunft gibt es auf der Stromerzeugungsseite wie auch auf der Netzseite, also Netzinfrastrukturseite, sehr, sehr viele geplante Projekte. Die sichere und zuverlässige Versorgung der Kunden hat beim E-Werk Kindberg eine lange Tradition. Seit der Gründung hat sich der Betrieb kontinuierlich zu einem modernen, sicheren und serviceorientierten Energieversorgungsunternehmen entwickelt. Also das E-Werk Kindberg, wir versorgen rund 14.500 Zählpunkte im mittleren Mürztal. Wir waren in den letzten Jahren immer ein verlässlicher und starker Partner für alle Haushaltsanlagen, für Landwirtschafts- und Gewerbeanlagen, auch für Industrieanlagen und das werden wir auch in Zukunft bleiben.
Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Herzlich willkommen im BITZ Kapfenberg. Direkt im Zentrum der Stadt befindet sich das Büro- und Dienstleistungszentrum mit markantem Außenauftritt. Diese zentrale Lage gegenüber einem Einkaufszentrum ermöglicht kurze Wege. So sind Kunden wie Mieter in wenigen Gehminuten am Europaplatz, in der Altstadt oder am Bahnhof Kapfenberg. Der Vorteil für die Mieter ist auch die Nähe zu potenziellen Kunden aus Industrie und Gewerbe, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Kapfenberg, Leoben und Graz. Auf einer Gesamtfläche von rund 3.900 Quadratmeter, verteilt auf zwei Geschosse, werden attraktive Module von ca. 20 Quadratmeter bis 1.100 Quadratmeter angeboten. Die einzelnen Module können zum Teil noch an individuelle Anforderungen angepasst werden. In einem Büroraumverbund stehen auch Kleinbüroflächen mit gemeinsamen Empfangs- und Büroservicebereich, Teeküche und einem Seminar- und Präsentationsraum zur Verfügung. Das Büro- und Innovationszentrum Kapfenberg setzt als Dienstleistungszentrum den Schwerpunkt auf Unternehmen, die Innovations- und Planungsprozesse unterstützen, wendet sich aber auch an Ärzte, Heilberufe und Bildungseinrichtungen. Ausreichend viele Frei- und Tiefgaragenplätze sowie Kundenparkplätze ergänzen das Angebot. Unser modernes und vielseitiges Büro- und Dienstleistungszentrum bietet die ideale Infrastruktur zur Entwicklung Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und zur Betreuung der Klienten, Kunden und Patienten. Wir geben Ihnen Raum, auch auf www.bitz-kapfenberg.at. Beim ersten Date schmusen? Geht sicher. Wieder im Team miteinander arbeiten. Gott sicher. Endlich wieder Besuch. Geht sicher. Gemeinsam auf der Gewinnerseite sein. Geht sicher. Wieder sorgenfrei miteinander spülen. Geht sicher. Gemeinsam geimpft. Bruck an der Mur holt sich jetzt die Auffrischung. Ohne Termin impfen in der Brucker Impfstraße in der Mittergasse 19. Damit die Gemeinsamkeit wieder sicher ist, lassen wir uns impfen. Mehr auf gemeinsamgeimpft.at. Komm in unser Team, wir bieten viele Benefits. Wir suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Bereiche Piste, Seilbahn, Infrastruktur, Kassa, Restaurant und Reinigung. Weitere Infos und Bewerbung auf www.stuleck.at. Nahe genug für jeden Arbeitstag.